Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es die letzten Glossybox Unboxings von meinem riesen Herbst-Sale-Einkauf. Also die Glossybox hatte einen riesen Herbst-Sale und da habe ich ordentlich eingekauft. Und als letztes Mal müsst ihr die französischen Boxen gesehen haben, davor die nordischen. Und heute zeige ich euch die deutschen und österreichischen Boxen, also es stand halt dort, dass die Boxen aus Deutschland und Österreich zusammengestellt wurden. Und wir haben wieder vier schöne Boxen und ich würde sagen, wir legen jetzt los mit dem Unboxing. Ich hoffe, mein Akku hält noch. Let's go! Ich würde sagen, ich habe hier drei schöne Boxen und eine normale. Wir fangen am besten mit der normalen an. Ich habe hier noch tausend andere Boxen stehen. Wow! Und ja, das Thema von dieser Box ist Pure Relax. Das kommt mir gerade bekannt vor. Ich glaube, das hatten wir in Frankreich auch, aber hier sind andere Produkte drin. Und ja, wir fangen an mit dem größten. Und zwar von Barbour. Hier sind 7 Ampullen drin für Hydra Plus, für intensive Feuchtigkeit. Ist für die Jahreszeit jetzt, denke ich mal, sehr, sehr gut und werde ich auf jeden Fall benutzen. Dann ist noch eine Hydromaske drin von Luvos, also auch für Feuchtigkeit. Kann man auch immer ganz gut gebrauchen und werde ich auf jeden Fall benutzen. Und dann hatten wir was von Bilou drin und zwar einen Handschaum Sunny Hands from Bilou. Und das ist mit dem Duft nach exotischen Früchten. Ich glaube, die habe ich tatsächlich noch nicht. So sieht das aus und Handcreme geht auch immer. Dann kommen wir zu dem nächsten Produkt und zwar von Skin & Co. Eine Cleansing Cream und ja, so sieht die aus. Ich habe von der Marke irgendein Produkt in der französischen Box gehabt. Ich weiß nicht, ob das dasselbe ist, weil es halt genau gleich aussieht, aber da stand was ganz anderes drauf. Also muss ich mal schauen. Und dann kommen wir zum nächsten und zwar von Mood Maski. Eine Augenmaske, ist das? Genau, eine Augenmaske. Habe ich gerade gesagt. Genau. Ich denke mal so für ringsrum, ums Auge drumrum, werde ich auf jeden Fall auch mal testen. Und zum Schluss in dieser Box war dann noch ein Eyebrow Forming Gel von Kryolan drinne. Auch sehr, sehr gut, denn für meine Augenbrauen brauche ich immer irgendein Gel und das ist dieses hier. Dann machen wir weiter mit zwei Boxen, die ich glaube ich auch in Frankreich schon hatte, die genau gleich aussehen, aber es sind andere Produkte drin. Und zwar machen wir mit dieser Box hier weiter und da ist das Thema Letzte Sunshine, also dasselbe Thema wie bei der anderen Box in Frankreich, also ich rede mal über die anderen Videos. Ich weiß immer gar nicht, ob ihr euch die anguckt, aber egal. Dann seid ihr jetzt dazu verpflichtet, die zu gucken, um zu wissen, über was ich rede. Wir fangen an mit dem ersten Produkt und zwar von Mein. Ein Moisturizing After Sun Gel. Habe ich jetzt schon zweimal drin gehabt, in der nordischen und in der französischen. Ist eben für nach dem Sonnenbaden, aber kann man halt immer gebrauchen. Und da es halt nicht so groß ist, passt das auch ganz gut in die Reisetasche. Dann machen wir weiter mit einem Handcleanser, finde ich auch sehr, sehr cool, und zwar von Hands, ein Reinigungsspray für die Hände, sehr, sehr cool, so sieht das aus, sieht voll gut aus, so sieht das Produkt aus, sehr, sehr cool und werde ich auf jeden Fall in meine Handtasche packen. Dann machen wir weiter mit diesem Produkt und zwar von Compete. Mehrere Sportblasenpflaster für die Ferse. Und zwar sind hier 5 Blasenpflaster drin. Sehr, sehr gut, denn ich habe oft neue Schuhe, wo ich dringend sowas gebrauchen könnte. Also auf jeden Fall sehr, sehr cool. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Produkt und zwar von Melusine. Ein Hair Protecting Elixier und mit Lichtschutzfaktor 20. Also auf jeden Fall irgendwie so ein Haaröl, sowas in der Art. Und kann man auf jeden Fall im Sommer gut gebrauchen, denn es ist ja die Sommerbox. Und dann haben wir noch einen Lippenpflegestift, auch mit Lichtschutzfaktor 30 von Ultra Sun.
sehr, sehr cool auf jeden Fall. Kann man im Sommer auch gut gebrauchen und werde ich mir auf jeden Fall weglegen für den nächsten Sommer. Und als letztes Produkt aus dieser Box haben wir einen Eyeliner, glaube ich. Genau. Von Seid, I don't know, aber so sieht auf jeden Fall die Verpackung aus. Und ich will die Verpackung jetzt nicht aufmachen, weil ich diesen Eyeliner auch weggeben werde. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und das war diese Box. Dann machen wir weiter mit der nächsten Box und zwar mit dieser hier. Und zwar hatte ich die auch schon in den französischen Boxen dabei, aber wie gesagt, anderer Inhalt. Denn diese Box ist auch etwas Besonderes, denn sie hat hier einen Magnetverschluss und man kann sie sehr, sehr schön wiederverwenden. Kann man zwar die anderen Boxen auch, ja, aber die ist halt nochmal um einiges schöner. Und hier ist das Thema Beauty Treasures. Wir fangen an mit einer Parfümprobe von Bruno Banani und zwar Not For Everybody. Ja, kann man immer mal gebrauchen, um zu testen, ob sowas was für einen ist. Ja, wie gesagt, kann man immer gebrauchen. Dann haben wir hier eine Fußmaske, auch sehr praktisch, denn im Sommer möchte man ja schöne Füße haben. Und zwar von Craze in Stella Down for the Peel. Und... Ah! Oh mein Gott, jetzt weiß ich, das ist gar keine normale Fußmaske, sondern das sind diese Masken, das lese ich jetzt erst. Ich glaube, das sind diese Masken, wo dann nach einigen Tagen sich die Hornhaut so abpeelt. Und das finde ich ganz cool. Ich glaube, das ist das, weil hier steht nach 5 bis 7 Tagen, steht hier irgendwas auf Englisch, beginnt das Peeling. Mega. Ich dachte erst, es ist eine normale Fußmaske, aber es ist sowas sehr, 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 sehr cool. Dann machen wir weiter mit einem Produkt und zwar einem Deo-Spray von 8x4, dem Velvet Blossom. Sehr, sehr cool, weil ich liebe solche Düfte, die so nach Blossom riechen. Und Deo-Spray kann man immer gut zu Hause gebrauchen. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Produkt und zwar von Yves Rocher. Ein Reinigungsgel ist das ja. Hier steht drauf, entfernt wasserfestes Make-up, reinigt und belebt Gesicht und Augenpartie in nur einem Schritt. Also kann man immer gut gebrauchen. Abends zum Abschminken. Ja, hier steht, ach ja, hier steht ja drauf. Entfernt Make-up. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Machen wir weiter mit einer Palette und zwar von Bella Pierre, eine Highlighting und Bronzing Palette. So sieht die Palette aus. Und ich mach mal auf. Genau, so sehen die Farben aus. Also einmal Bronzer, einmal Highlighter. Sehr, sehr cool. Ja, und ich liebe dieses Hellblau. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Produkt und zwar von Aurika, einem Body Spray. Das hatte ich auch, glaube ich, in meiner französischen Box dabei. Und Body Sprays kann man immer gut gebrauchen. Ich hoffe, es riecht gut. Es ist aber jetzt noch eingeschweißt, deswegen lasse ich es auch noch zu. Und wir kommen zu dem letzten Produkt aus dieser Box. Und zwar ist das direkt von der Glossy Box Skincare, eine Eye Boost Cream. Und ja, ist halt eben eine Augencreme. So sieht das aus. Und da bin ich mal gespannt, weil ich wollte schon immer mal was von Glossybox Skincare direkt verwenden und probieren. Und dann kommen wir zu der letzten Box. Und über diese Box habe ich mich so gefreut. Und zwar ist das die Glossybox zum 10. Geburtstag. Die 10 Years of Beauty. Und ich habe mich so gefreut, dass die dabei war. Und ja, wie gesagt, das ist auch das Motto. Die Glossy Box ist 10 Jahre alt geworden und hatte dann eben eine besondere Box und war auch, glaube ich, ein bisschen teurer. Bin mir nicht so ganz sicher, dass ich mich da täusche, aber ich habe mich mega gefreut, dass sie hier dabei war. Denn ich muss sagen, der Herbst-Sale war sehr, sehr günstig. Also, ich glaube, ich habe 20 Euro oder so bezahlt für 4 Boxen. Wenn einer an sich eigentlich 15 kostet, also sehr, sehr cool. Wir fangen jetzt an mit dem Inhalt der 10 Jahres Glossy Box und fangen an mit einem Handcleansing Gel, also einem Handreinigungsgel von Neki. Und natürlich braucht man das zu der Zeit sehr, sehr viel. Ich habe immer schon ein Handreinigungsgel bei mir in der Handtasche gehabt, also sehr, sehr cool. Dann haben wir von Elemis
Enemies, keine Ahnung, eine Tagescreme, so würde ich sie übersetzen, eine Anti-Aging-Tagescreme. Ich glaube, habe ich die schon? Ich weiß es nicht, muss ich mal gucken. So sieht die aus. Meine Stimme ist weg. Dann machen wir weiter mit einem Plumping Lip Filler von Essence. What the Fake? Ja, so. So, und der soll halt so ein bisschen so die Lippen aufplustern. Glaube ich zwar eher nicht, aber auf jeden Fall sieht er irgendwie sehr, sehr interessant aus. So hier, und werde ich auf jeden Fall auch mal probieren. Dann war noch eine Haarbürste dabei. Ich habe keine Ahnung von welcher Marke oder sonst was. Hier steht halt gar nichts drauf. Es ist so eine einfache Plastikbürste. Aber ja, ich denke mal, kann ich benutzen, wenn ich geklettete Haare oder so habe. Dann war noch ein Armband dabei. Ich denke mal, dass es ein Armband ist. Ich kann ja mal ganz kurz hier reingucken. Ich weiß nicht, ob es eine Fußkette ist oder einfach nur ein Armband. Hier. Fußketten. Achso, es ist eine Fußkette. Okay, gut. Also haben wir hier eine Fußkette von Six. Hier sieht man jetzt auch, dass da ein Fußzeichen drauf ist. Aber so sieht sie aus. Sehr, sehr schön. Und ja, werde ich im Sommer auf jeden Fall benutzen. Und als allerletztes Produkt haben wir eine schöne Palette, die ich auch schon in irgendeiner Box habe. Deswegen werde ich diese weiter verschenken. Von Steve Laurent. Eine Eyeshadow Palette. Und die Farben sind so, so schön. Die ist nämlich auch extra Bürste Edition, steht nämlich hier drauf. Und ich glaube, ja, das sind dieselben Farben, also werde ich die weitergeben. Aber wirklich sehr, sehr schöne rosane Töne. Und ja, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Und ja, das war das letzte große Unboxing von dem Herbst-Sale von der Glossy Box. Ich habe insgesamt 11 Boxen ergattert. Wow. Und das werde ich jetzt auch alles mal verräumen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ihr lasst meinen Daumen nach oben da, wenn es euch denn gefallen hat. Meine Social Media Seiten findet ihr wie immer in der Infobox. Und um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr auch gerne auf den roten Abonnieren-Button drücken. Und ich würde mich natürlich auch mega darüber freuen und würde sagen, wir sehen uns zu meinem nächsten Video wieder. Tschüss!